Finger am Po. Nee. So. Wir haben das letzte Mal den Kopf hingehalten für so einen Vollidioten, der ja irgendwie was gegen Gartenzwerge hat und einen silbernen Hut auf hat aus Alufolie. Für den haben wir den Kopf hingehalten, sind dann in den Knast gegangen und haben uns da durchgekämpft. Mehr recht, also mehr schlecht als recht. Wir wären beinahe verreckt an der Scheiße. Aber wir haben es doch geschafft. Tja, und jetzt haben wir einen Stromschlag gekriegt und liegen wieder bret. Und da tun wir jetzt anknüpfen. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, da ist der Drecksau. Morgen, Sheriff. Wolle aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Der ist tot in der Wüste. Okay. Du spielst hier den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Nur die Harten kommen in den Garten. Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kind. Ja, so sieht's nämlich aus. Was ist das für ein beschissener Ort hier, Klein? Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Das gehört Mrs. Cooper. Anker, Wichser. Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie. Sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Bin ja mal gespannt, wie er das klären will. Meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein. Also. Ja, das ist halt schlecht. Der ist eingebuddelt in der Wüste. Nur noch zwei. Wahrscheinlich von Dallas. Also, nimmt er wieder das Mädchen mit. Alter. Operation Sledgehammer. Was ist das dort? Oben sind welche und draußen. So. Er kommt da bestimmt hier rein, oder? Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. So, mein Freund. Jetzt weg. So. Und plus minus 0 Punkte. So. Waffe aufgenommen. Arschloch. So. Da unten sitzt einer. Wir müssen aber nach rechts. Ach, das ist ein Knacki. Ja, ja, mach ich. Das war der Sergeant. Sah ziemlich glücklich aus. Hatte wahrscheinlich gerade seine Blitzung.
Schalter für mich gesagt. Echt schöne Dinger. Ich habe schon überlegt, sie am Geburtstag von meinem Sohn zu verwenden. Oh ja, 10 Jahre alt. Ich sag's dir, der ist jetzt schon ein großer Bursche. Kommt nach seinem Vater. Und weißt du was? Große Burschen brauchen große Knarren. Ganz genau. Alles klar, Bruder. Bis bald dann. Mach's gut. So. Ich muss der erstmal weg. Und dann packen wir uns jetzt die volle Energie nämlich wieder rein. Noch irgendwas? Nee. So. Kontrollpunkt aktiviert. Und jetzt geht's darin. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Verfickte Scheiße. Ey, ich muss mal reingucken. Oh. Bitte, das rieche ich doch von hier drüben. Was war's denn dieses Jahr? Hast du in den Der wird gleich weggeschafft. Rinder. So. Der Typ. Viele.
Greenfield ist der größte Arbeitgeber in Hope. Sie bekommen jede Menge Freiheiten. Tja, ja, kann ich nicht merken. Er sieht ein bisschen aus wie so. Und raus. Oh nee, das ist jetzt nie wahr, oder? Fuck! Wir nehmen Ihre Stadt ein! Sagen Sie, wer sind Sie? Das ist meine Scheißstadt! Zeigt Ihnen, was wir meinen. Ich hau mich weg, ey. Oh, nicht schießen! Ich bin der Scheiße! Yo! Jetzt riegeln Sie die ganze Stadt ab. Gott! So ein Idiot! Oh Mann. Fuck. Muss das denn immer im Chaos enden? Wir müssen da hinten rechts hin. Wir könnten dort mal hoch zur Leiter. Nee, zur Leiter können wir nicht wirklich. Unauffälliges Verhalten ist angeraten. Ja, wie soll ich denn das machen? Unauffälliges Verhalten, ey. Achso, warte mal. Ach, scheiße. Hallo. Ist da jemand? Wie bitte komme ich jetzt dorthin? Fick die Scheiße. Das ist geil. Wie komme ich da hin am dümmsten? Nehmen wir jetzt mal einen Ziegelstein. Scheiße. Er sitzt in einer Kiste fest. Ach, leck mich doch, ey. Abgeblieben.
Kontrolle! Halte die Stellung! Am Baum fest hier, Alter. Komm mal hoch hier. Oh. Okay. Checkpoint. Zack. Ziegelstein, Autoalarm. Naja, jetzt rennen die halt die ganze Zeit hier irgendwo hin. Wir gehen jetzt hier rein. Der Typ ist hier lang gegangen. Zack, renn hier. Tausend Punkte. Oh. Erstmal erste Hilfe hier. Okay, da geht's nicht lang. Dank des Haus lassen sich die Schützen einfach abwenden. Oh.
ist hier übelst Mooling in der Hütte. Wir müssen dort hinter. Boah. Geht's? Oh, Alter. Hätt's doch beinahe. Das Gerichtsgebäude zu sein oder irgendwie so. Ah, hier ist gar keiner. Aber ey, hier draußen wartet 100 pro wieder so ein dämlicher Scheiß Hubschrauber auf uns. 100 pro. Und was hier draußen abgeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Hitman. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.